Dank Markus, danke auch dir, Rami. Ein neuer Film kommt in das Kino. Der Film handelt von der schüchternen Raffaela. Ihre Eltern hat sie früh verloren, aber trotzdem kämpft sie sich tapfer durch ihr Leben, die hübsche junge Frau. Und nebenbei schafft sie es auch noch, sich für benachteiligte, schutzbedürftige Menschen einzusetzen und sich um sie zu kümmern. Dann gibt es auch noch Raphael. Er ist vollgestopft mit Kraft und Kühnheit. Er wirkt eher distanziert. Seine harte Schale kommt von seinem harten Leben, doch er hat einen weichen Kern. Im Kampf gegen Unrecht erkennen sich Raphaela und Raphael schließlich als Verbündete und helfen sich gegenseitig. Sie lernen einander schätzen. Und auch eine gewisse Anziehung ist nicht zu übersehen. Aber böse Kräfte treiben einen Keil zwischen die beiden. Sie müssen Misstrauen überwinden, Todesgefahr überwinden, Stolz überwinden. Und schließlich finden sie wieder zusammen. Sie verlieben sich unsterblich ineinander, besiegen gemeinsam endgültig das Böse, erkennen, dass sie wie füreinander gemacht sind, Seelenverwandte sind, sie heiraten. Nach 3 Jahren lassen sie sich wieder scheiden. Es hat einfach nicht so passt. Soweit das ungefähre Drehbuch. Was meint ihr? Wird es ein erfolgreicher Film sein? Also das Ende ist ja eigentlich sehr realistisch. Entspricht auch unserer Erfahrung immer wieder, was wir so beobachten in der Welt. Aber trotzdem, meine Prognose wäre, dieser Film wird die Mehrheit der Zuseher mit einem leichten Unwohlsein zurücklassen. Oder vielleicht mit dem Wunsch, dass Raffaela und Raphael doch glücklich miteinander sein sollten, bis der Tod sie scheidet. Irgendwie, so meine Hypothese, haben wir alle, egal ob gläubig oder nicht, die Vision einer ultimativen Liebesgeschichte. Auch gerade der moderne Mensch, der desillusionierte Mensch, wir haben den Wunsch bzw. die Vision einer wahren Liebe, die nur der Tod trennen kann. Wenn man fragt, wie stellst du dir die wahre Liebe vor, dann würden, vermute ich, nur wenige antworten: Jo, dann bin ich halt 3 Jahre zusammen mit dem und dann ist wahrscheinlich einmal wieder was Neues dran. Das ist vielleicht die Praxis vieler. Aber ihre Vision der wahren Liebe ist es nicht. Ich kenne Menschen, die haben schon 8 Partner durchprobiert und hoffen immer noch, wenn ich nur den richtigen finde, dann werde ich glücklich sein bis zum Tod. Hingegen eine Lebensabschnittspartnerschaft, das ist nicht der Stoff, aus dem große Träume sind oder große Liebesfilme sind. Schauen wir mal in die Bibel, welche Vision Gott von Liebesgeschichten hat. Vielleicht ist ja Gott genauso ein Fan von kitschigen Liebesgeschichten wie du. Mal sehen. Lesen wir zuerst mal Matthäus 19, die Verse 1 bis 19. Matthäus 19, die Verse 1 bis 19. Haben alle ihre Bibeln hochgefahren? Matthäus 19, die Verse 1 bis 19. Wer keine Bibel hat und keine Bibel-App, kann auch einfach zuhören. Aber natürlich ist es noch ergiebiger, wenn du mitliest. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und es folgten ihm eine große Volksmenge und er heilte sie dort. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm: Warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen.
Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wir haben hier also die Pharisäer, die wollen Jesus grillen, auf die Probe stellen. Mal schauen. Vielleicht verbrennt er sich ja die Finger bei dem Thema. Es gibt da nämlich eine lang gehegte Streitfrage unter den Pharisäern, nämlich, was ist denn ein möglicher Grund für eine Scheidung? Es ist eine Streitfrage um die Auslegung eines bestimmten Verses im 5. Buch Mose. Lesen wir den auch gleich noch. Das ist ja die Stelle, auf die sich die Pharisäer beziehen. Das ist 5. Mose, Kapitel 24. 5. Mose, Kapitel 24. Heute geht es ja biblisch zu. Heute lesen wir viel in der Bibel. 5. Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Darauf beziehen sich die Pharisäer ja. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, seine Frau zu sein, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Es gibt übrigens die Möglichkeit, die Predigt, wenn man hier in dem Raum sich nicht weiter aufhalten kann, weil ein Kind unruhig wird, kann man es im Nebenraum auch mithören. Vielleicht kann irgendwer Günther oder so schauen, dass es eh angeschalten ist. Einfach den roten Knopf anschalten, dann sollte die Übertragung funktionieren. Gut, bei dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, vielleicht geht es dir nicht so gut dabei. Ich finde, die Frau wirkt hier wie ein Spielball in einer willkürlichen Machtausübung von Männern. Und es ist richtig, wenn dir diese Bibelstelle Unbehagen bereitet. Es ist wahrscheinlich deine Predigung durch Jesus letztendlich, der ja vorgelebt hat, wie den Machtlosen, den Kindern, den Frauen Wert und Würde gibt. Schauen wir nochmal genau, wie das da formuliert ist in dieser Bibelstelle. Weil wir werden nachher sehen, die Pharisäer geben dieser Bibelstelle so ihren eigenen Spin, der nicht dasteht. Da steht ja, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass er sich scheiden lässt und so weiter. Das ist also eine Situationsbeschreibung. Eine Schilderung tragischer Umstände und wie man dann damit umgeht. Die Pharisäer stellen das aber so hin, als ob dies ein Freibrief zur Scheidung sei. Sie fragen, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief auszustellen und die Frau zu entlassen? Mose hat es aber nicht geboten, einen Scheidebrief auszustellen, sondern er hat geboten, wie man mit dieser misslichen Situation umgeht, um den Schaden für die Frau wenigstens ein bisschen zu begrenzen. Wozu gab es denn dieses für uns seltsam wirkende Gebot überhaupt, da im 5. Buch Mose? Ganz sicher kann ich es nicht sagen, es ist eine ganz andere Zeit als die, in der wir jetzt leben, aber es erhöht die Hürden für eine Scheidung damals. Es verhindert die vollkommene Willkür der Männer mit ihren Frauen. Die war anscheinend damals normal. Also man weiß das auch aus antiken Quellen, dass das normal war. Vollkommene Willkür der Männer mit ihren Frauen. Wegschicken in der Wut und dann vielleicht wieder zurück einfangen, wenn ich merke, ah Mist, wir kochten jetzt mein Abendessen. Also Bewahrung vor einer launenhaften Willkür des Mannes mit seiner Frau. Es verhindert auch seltsame Praktiken wie die, dass Männer ihre Frauen quasi prostituieren und zur Ehe unter Anführungszeichen, zur Ehe dem anderen hergeben. Und die Frau dann aber wieder zurücknehmen. Auch heute gibt es noch so eine Praxis, die stammt aus altarabischer Tradition,
Die nennt man Ehe auf Zeit. Unser Freund kennt das vielleicht auch, Alireza. Ehe auf Zeit nennt man das auf Deutsch, oder Genussehe. Ja, vielleicht sind so ähnliche Sachen der Anlass gewesen für dieses Gebot da im 5. Buch Mose. Die Pharisäer allerdings, die scheinen nicht so sehr daran interessiert zu sein, wie dieses Gebot das Unrecht eindämmen kann, sondern sie interessieren sich eher für den ersten Teil. Was ist ein legitimer Scheidungsgrund? Da steht ja, wenn die Frau etwas Anstößiges macht. Oder in eurer Bibel steht da vielleicht etwas ganz anderes. Man weiß es nicht so genau, wie man es übersetzen soll. Darum sind da verschiedene Übersetzungen auf Deutsch. Vielleicht habt ihr was anderes. Was ist dieses nicht ganz klare Anstößige? Was ist also ein hinreichender Scheidungsgrund? Da meinten die einen zur Zeit Jesu, das Anstößige meint Untreue. Wenn die Frau untreues Verhalten im weitesten Sinne an den Tag legt, dann darf der Mann sich scheiden lassen, inklusive Scheidungsbrief. Das ist die Auslegungstradition des Hauses Schamai, ein wichtiger Rabbi, ein einflussreicher. Aber dann gab es auch noch die gegnerische Schule, das war die von Rabbi Hillel, die sagten, nein, nein, hier geht es um jegliches Verhalten der Frau, das dem Mann nicht gefällt. Zum Beispiel, wenn sie mal das Essen anbrennen lässt, das genügt, um sich von ihr scheiden zu lassen. Das ist anstößig. So, Jesus, jetzt musst du dich entscheiden. Bist du so streng wie Rabbi Schamai oder liberal wie Rabbi Hillel? Jesus antwortet, habt ihr eure Bibel nicht gescheit gelesen oder was? Das ist schon mal die erste Erkenntnis, die wir aus dem heutigen Text aus Matthäus ziehen können. Jesus, ist es anscheinend wichtig, dass wir unsere Bibel gescheit lesen. Habt ihr nicht gelesen, sagt er. Und dann sagt Jesus, worum es eigentlich geht. Weg von der Überlegung, wie man biblische Schlupflöcher findet, um die gewünschte Scheidung zu legitimieren, sondern hin zu dieser Vision, die Gott von Anfang an hatte. Jesus zitiert da aus den beiden ersten Kapiteln der Bibel. Habt ihr nicht gelesen, sagt er, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, sagt Jesus. Adam und Eva waren geschaffen für Einheit, Verbundenheit, ein Fleischsein, Schamlosigkeit im besten Sinn. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Diese Verbundenheit und diese Intimität, die soll Bestand haben. Man sieht sich ganz nackt, das ist eine bemerkenswerte Intimität. Die soll nicht wieder aufgetrennt werden. Aber die Pharisäer antworten, ja, aber warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief auszustellen? Jesus, wegen eurer Herzenshärtigkeit. Falls ihr bis jetzt aufmerksam zugehört habt, dann könntet ihr noch mehr antworten. Was ist das Problem der Pharisäer? Ich sagte es vorher. Sie verdrehen den Bibeltext. Mose hat nicht geboten, einen Scheidebrief zu geben. Mose hat eine tragische Situation geschildert. Wenn sich ein Mann scheiden lässt, dann so und so. Jesus korrigiert die Formulierung der Pharisäer tatsächlich auch. Er sagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er es gestattet. Nicht geboten, sondern gestattet. Ich habe mir auch auf Griechisch das nochmal angeschaut. Da steht wirklich ein anderes Wort. Nicht geboten hat er es, sondern gestattet. Aber die Vision ist sowieso eine andere. Und so rückt Jesus das Thema Ehe und Scheidung in das richtige Licht der ursprünglichen Idee. Ich erlaube mir noch, Jesus zu ergänzen. Es gibt nämlich noch einen Bibelvers, der Gottes Vision für die Ehe beschreibt, in Epheser 5. Das ist kurz vor der zitierten Stelle, die der Markus schon gebracht hat. Epheser 6 ist ja in Waffenrüstung, vielleicht nicht ganz zufällig, dass davor es um Ehe geht, weil er ja auch ein Kampf vielleicht sein kann.
Ja, also Epheser 5, ich lese es jetzt gleich vor. Da steht, wie ein Ehepaar miteinander umgehen soll. Aber mir geht es jetzt gar nicht um die konkreten Handlungsanweisungen, sondern jetzt geht es mir darum, die Ehe wird dort tatsächlich verglichen mit der Verbindung von Jesus und seiner Braut. Und die Braut von Jesus ist die Gemeinde. Lasst also mal diesen Vergleich auf euch wirken. Ich lese es jetzt vor. Epheser 5. Wir springen da durch die Bibel durch heute. Epheser 5, die Verse 25 bis 32. Epheser 5, die Verse 25 bis 32. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Falten oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich ganz besonders hinaus will jetzt. Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe also als Abbild der Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde. Die Ehe als Abbild der Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Und jetzt noch eine letzte Beobachtung, die herausstreicht, welche Würde Gott dem Ehebund verleiht. Gott präsentiert sich in der ganzen Heiligen Schrift als Bündnisgott. Er schließt Bünde mit seinem Volk und hält sich trotz aller Widrigkeiten daran. Bünde sind ihm ein Herzensanliegen. Also worauf ich heute erstmal hinaus will, die eheliche Verbindung ist in Jesu Augen unfassbar hoch geehrt. Drei Punkte habe ich genannt, die das zeigen. Ich wiederhole es. Die ersten zwei Kapitel der Bibel, Adam und Eva. Dann der Vergleich Jesus und seine Braut. Mit Ehe zwischen Mann und Frau. Und drittens, Gott ist ein Bündnisgott. Auf dieser Basis möchte ich weitere Überlegungen zum Thema Scheidung teilen bei meiner nächsten Predigt. Zuletzt aber jetzt noch heute die Frage, was hält jetzt Gott von diesen klischeehaften Liebesgeschichten? Zum Beispiel in den Filmen. Es gibt ja oft das Filmmotiv, dass ein Held sich in äußerste Gefahr begibt, um seine Frau zu retten. Und die wird dann oft seine Braut. Oft rettet ein waghalsiger Held eine Dame aus Todesgefahr und der Held wird dann beinahe tödlich verletzt. Im Film Titanic, haben hoffentlich alle gesehen, da stirbt der heißbegehrte Leonardo DiCaprio, gibt sich den eisigen Fluten des Meeres hin und überlässt seiner Geliebten das rettende Holzfloß, damit sie leben kann. In anderen Filmen überlebt der Retterheld und sie heiraten und sie sind ewig glücklich. Bei diesen Motiven spiegelt sich, denke ich, die Sehnsucht des Menschen nach einer ultimativen Liebe, nach einer hingebungsvollen Liebe wider, die kein Ende hat. Eigentlich die Sehnsucht nach Jesus, ohne dass sie es erkennen, weil er verkörpert diese ultimative Hingabe wie niemand anderer. Er ließ sich erfoltern, abschlachten, am Kreuz gestorben für seine geliebte Braut. Und er ist treu, auch wenn sie nicht perfekt ist. Jesus spielt natürlich in den meisten Filmen nicht ausdrücklich eine Rolle. Es ist ein menschliches Liebespaar meistens, das diese ultimative Liebe in den Filmen lebt und alle Hindernisse überwindet.
Wenn also der eingangs erwähnte Film erfolgreich sein soll und gefallen sein soll und Geld in die Kinokassen spülen soll, so müsste das Ende ein anderes sein. Sonst wäre niemand zufrieden. Jetzt haben Raphael und Raffaela so viel durchgestanden, finden schließlich zueinander, aber lassen sich scheiden nach 3 Jahren. Nein, sondern sie sollen glücklich miteinander sein bis zum Tod. Also ja, ich würde heute provokativ formulieren, Gott und der Mensch haben dieselbe Vision für die wahre Liebe. Das zeigt sich durchaus in vielen Filmen. Die Vision ist hingebungsvolle Liebe bis in den Tod. Gut, so viel zu heute. Jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Predigt. Was in den Filmen etwas zu unterbelichtet ist, ist das eheliche Alltagsleben nach der Hochzeit. Da gibt es verschiedene Herausforderungen und manchmal kommt es auch zum Zerbruch. Jesus geht damit einerseits sehr gnadenvoll um, sehr gnadenvoll, aber auch sehr herausfordernd um. Da gibt es Sage wie, reiß lieber dein Auge aus, bevor du untreu wirst. Aber dazu das nächste Mal. Heute wollte ich ja nur erst einmal zeigen, die wunderbare Vision, die Gott für die Ehe hat. Das war die Basis, auf der Jesus mit den Pharisäern argumentiert hat. Und das soll auch für uns die Basis aller weiteren Überlegungen zu Ehe und auch Scheidung sein. Wir haben dann noch die Möglichkeit, in einem Predigtnachgespräch nach ein bisschen Kaffee und Kuchen auch noch über dieses wichtige, aber vielleicht auch kontroverse Thema zu reden. Ich bete jetzt zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, wie du Treue vorgelebt hast. Ich danke dir für die Singles hier, die deine Braut sind und die dir auch treu sein möchten. Und ich danke dir für die Ehen hier in der Volksmission. Oft vergessen wir in unserem Alltag die besondere Bedeutung, die du der Ehe verliehen hast. Das Geheimnis, dass sie ein Abbild von dir und deiner Braut ist und immer mehr werden soll. Bitte öffne uns die Augen für dieses Geheimnis. Und Gott, wir bitten dich auch für alle, die von Scheidung betroffen sind. Bitte gib Trost und gib Rat. Amen.